Prost! Ja, nachdem wir ja als Brauerei nach dem bayerischen Reinheitsgebot brauen, ausschließlich dürfen wir ja sowieso nur Malz und Hopfen und Wasser verwenden. Und dann ist es natürlich ganz toll, wenn man bei diesen wenigen Rohstoffen wirklich auch den direkten Kontakt hat zu den Bauern und natürlich auch zu den Melzern. Und es gibt einfach irgendwo eine gewisse Art der Leidenschaft. Das ist was Besonderes, wenn man sieht, woher kommt die Gerste, wie wird sie verarbeitet. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Frucht kommt vom Acker und nicht jede Bodenqualität bringt auch gute Braugersten hervor. Also es ist die Bodenqualität entscheidend und auch das Können des Landwirts. Also die Gerste wird geerntet, in der Regel im Juli, Anfang August. Die Gerste wird dann gereinigt, gelagert, sie kommt in die Melzerei. Und in der Melzerei wird sie dann eingeweicht, circa einen Tag lang mit Wasser versorgt. Und dann geht es an das Keimen, da befinden wir uns ja gerade. Das dauert einige Tage, das dauert um die 5 Tage. Und dann geht es auf die Darre. Wir haben da einen natürlichen Prozess während des Wachstums. Da bilden sich also im Korn Enzyme, die dann in der Brauerei später die Stärke, die im Korn drin ist, in Malzzucker umwandeln können. So wie man es sich vorstellt. Wie aus dem Lehrbuch. Keine Krankenkörner drin, alles gesund. Ja, ein bisschen länger wird er noch, aber man möchte eigentlich eher, dass im Korn die Prozesse stattfinden. Deswegen versucht man, dass der Wurzelkeim eben nicht so lang wird. Ja, wir sind hier also in der Darre, das heißt, da wird das Grünmalz, das wir vorher keimen gelassen haben, getrocknet. Das gliedert sich in 3 Schritte. Das eine ist das Schwelgen, da kommt das meiste an Wasser raus und dann das Aufheizen und zum Schluss das Darren. Ja, beim Rösten wird mit heißer Luft das Malz getrocknet. Umso höher die Temperaturen bei diesem Röstvorgang sind, umso dunkler wird das Malz werden und umso dunkler wird dann später auch mein Bier werden. Also die Zusammenarbeit mit dem Hofbrau, ich gehe jetzt schon in die 3. Generation. Das ist natürlich, ich sage mal, sehr erfreulich für beide Seiten, meine ich, weil ein Vertrauensverhältnis da ist, das sich nicht bloß an irgendwelchen Zahlen orientiert, sondern es stehen Menschen dahinter und man kennt sie lang und man weiß, man kann auf den anderen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und das freut mich einfach und darum trinken wir jetzt mit einem anderen Schluck, weil das nicht selbstverständlich sein wird. Passt. Thank you.